Willkommen, ein fröhliches Moin, zurück zu Let's Play Dragon's Dogma. Ich bin durch die Stadt gelaufen. Ich bin zurück zum Lager gelaufen. Ich habe mich ein bisschen umgesehen und schwupps war auf einmal diese Händlerin wieder da. Und naja, sie ist jedenfalls wieder da. This may sound untoward, but have you aught in the way of coin? Taler? Please, I must make for the capital. Times are dark and my purse light. It's a terrible curse being poor. Du willst doch noch Geld? Times are, it takes all I have just to keep the tears back. Oh. Spare some gold. 1000! I will repay you, of course. At some point. Most likely. Irgendwann. Du bist eine ganz schön falsche, glaube ich. Aber ich mach's trotzdem, weil ich einfach sehen will, wie der Quest weitergeht. I am so very much in love with you at this moment. Ja. A woman's heart is a dangerous creature. But you know well how to... Weißt du, erst kommt sie nicht alleine klar und wir sollen sie mitnehmen. Jetzt will sie alleine zur Hauptstadt weiter, braucht aber 1000 Gold dafür. Oft has it been said, a poor life is a happy one. I have never found this to be true. If ever fortune sees you to Grand Sorin and me to setting up my shop, you must come visit. I shall even give you a discount. Ein Nachlass. A small one. Na, okay. You'll find not but the finest wares here. Was habt ihr denn Schönes? So, was habt ihr denn? Amulette. Nö, also, nö. Amulette, nö. Sonstiges Waffen- und Halsabschneider. Ja, nö. Tunika. Ja, also, nö. Hm. Lederversteckte Hose. Habe ich auch an. Gibt's irgendwas, was ihr noch keinem anderen Sonnen gegeben habt? Verderbnisnägel. Joa, die sind ein bisschen teurer. Nö, danke du. Ich, ja, wofür? Oh, moin. Und ich hab im... Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Aufnahme hatte. Jennifer, was willst du von mir? Perhaps we'll have occasion to meet her again in Grand Sorin. Auf wen? Hä? Wie? In Grand Sorin. Ach so, auf die Händlerin. Ja, sicher, das denke ich auch. Gut. Mann, lass mich doch mal laufen. Ja, ich denke mal, wir gehen zurück nach Cassadis. Beziehungsweise, wir haben jetzt mehrere Aufträge, glaube ich, soweit ich weiß. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 1,5 Wochen oder 2 nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ein schwarzes Brett. Wir gehen erstmal zum schwarzen Brett. Vielleicht hängt da noch was Schönes. Und ich denke, dann versuchen wir erstmal unsere Freundin wieder zu bekommen. Ja, ich weiß. Ach so. Was? Und sprich doch nicht mal alle mit mir. Ja. Vernichtung. Tötet 15 Schlangen. Was? Gut. Das werde ich auf jeden Fall machen. Was habe ich auf jeden Fall vor? Ich habe auf jeden Fall vor, magischer Bogenschütze zu werden. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Ich wollte ja mich noch zurückhalten mit dem Skillen, mit dem, was möchte ich gerne werden. Und ich möchte gerne magischer Bogenschütze werden. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit Bogen machen. Und Plan B wäre höchstens Magie gewesen. Wenn ich beides zusammen machen könnte... Wow. Ich werde dem also erstmal nachgehen und erstmal schauen, ob ich hier irgendwie zurück zu... hallo? Was? Sei geheilt! Ja, dankeschön. Habe ich eigentlich noch was aufgehoben? Bin ich überladen oder... Oh Gott. Ja, so ziemlich. Deswegen nehme ich erstmal was mit. Ich bin zwar schon überladen, aber... Ich kann meine Last ja dann später auf die anderen übertragen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Und schaue in der Pause nochmal in die Kiste. Dam, di dam, dam. Ja, oh, voll auf den Kopf. So. Ich glaube, ich wollte nachts wieder hierher kommen, aber jetzt ist es gerade tags. Ich muss ja nachts her. Kann ich nicht irgendwo anders noch skillen? Was sind denn das für Leute hier? Achso, das war mit dem Brunnen, die Geschichte. Und du warst derjenige. Ups. Hallo? Hallo? Kina feels for you. She does.
Meine Wunde? Ja, das war das mit China. Ich wollte mich gerade fragen, ob ich hier anders, ob ich woanders auch nochmal ein bisschen skillen kann. Bei dir nicht, ne? Erweiterung des Lagers? Nee, nicht wirklich. Kann mir denn hier von euch keiner was beibringen? Ich wollte nämlich noch sehen, ob ich hier irgendwie... es mir ersparen kann, hier nochmal zu übernachten. Weil da vorne komme ich ja nur nachts rein, ne? Ich kann ja nochmal gucken. Das Dorf Pier. Lass mich mal durch, Jungs. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich denke... Ist das? Was willst du von mir? A most unsettling noise comes from the well of late. Ja. I can't manage the bell, because I am too weak. So, ich denke, ich gehe wieder zurück. Ich werde mal versuchen, ob Mercedes mir vielleicht irgendwie das beibringen kann. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal zurück. Wir brauchen irgendwie Nacht. Aus irgendeinem Grund kommt diese Tante nur nachts. Weil ich möchte gerne skillen, bevor ich hier irgendwie weitergehe, weil ich habe ja an den Banditen alleine gesehen, dass ich da nicht wirklich viel Schnitte habe, wie man so sagt. Jungs, alles klar? Ah, kann ich mehr. So. Jetzt kann ich wieder. Ich hatte offline den ein oder anderen Gegenstand noch gefunden, aber nichts wirklich Wichtiges, sondern nur Loot. Jede Menge Grünzeug, ein bisschen Erz, glaube ich, sogar auch. Ja, danke. Aber gucken wir doch erstmal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Entschuldigung, Sir. Nein. Ich muss doch das mit der Geschichte noch weitermachen. Ich möchte gerne meine Fertigkeiten erlernen. Beißender Wind, Triade, Gravieren, Dämpfung. Fertigkeiten. Nee. Oh, wo bist du denn? Ja. Ah, Mercedes, vielleicht ihr? Hallo? Nee, jetzt noch nicht. Die möchte mit mir zur Hauptstadt. Wahrscheinlich werde ich in der Hauptstadt jemanden finden, dass ich dann skillen kann. Aber wenn ich das in Finstergram tun kann, warum nicht? Gut, dann übernachten wir nochmal auf Mitternacht. Gehen hier nochmal lang. Hey, komm, schon richtig viel gesehen. Ich habe natürlich wieder einen Frosch im Hals. Ja, klar. Ich aufnehmen muss. So, pass auf. The rocks here may hold ore. May hold ore. Kennst du, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? The shadows crawl with fiends. Stay watchful. Ach so, der ist schon offen. Na, ja, du Ed gerade gesprungen. Ja. Oh, der arme Hase. So. Was erzählen die da die ganze Zeit? Die drei Verbündeten, die unterhalten sich gut. Versuche ich den Quest zu machen und ihr labert nur. Also wirklich. Danke. So. So, wir werden mal ausruhen, und zwar bis zum Einbruch der Nacht. Zugriff auf den Server. Das auch noch. So. Okay. Haben wir's. Ja, vamonos. Ach, danke für den Tipp. Ich sollte mir auch eine Lampe anstecken.
benutzen. Sonst seht ihr wieder nichts und ich bekomme wieder irgendwie Kommentare. Nö, ja, gar nichts. Da lang. Upsa. Entschuldigung. So, mit der Tante mal eben nach Finster graben, damit wir neu skillen können. Ich wette, das könnten wir auch in Grand Zoan machen. Take care at the water's edge, Master. The shadow, shall I see? You have my... You speak... I would... So, wir gehen nach Finstergram. So. Na? Hallo. My hope is that I may... I shall aid you however I can. Bereinigung? Laufbahn ändern. If there is aught I can do... Laufbahn wechseln. Ich möchte werden... Magischer Bogenschütze. Primärwaffe Dolch und Stab. Sekundär magischer Bogen. Kombinationslaufbahn Waffen. Magische Bögen, Dolche und Stäbe. Das heißt, ich würde hauptsächlich mit dem Stab kämpfen, aber ich denke, das ist genau das, was ich eigentlich will. Details. Scharlachroter Kuss. Konzentriert Wirbel Hiebe auf einen Punkt, der schon weiter geht. Okay. Fesselt den Feuerball. Scharlachroten Kuss könne ich ja schon. Kamin und drei Pfeile. Drei Pfeile ist auch cool. Fähigkeiten habe ich noch keine, aber ich denke, ich werde das tun. Errungenschaft. Humankapital. Für den Streicher brauche ich nicht mehr lernen. Ach, ich könnte es theoretisch alles lernen. Oh, das ist natürlich nett. Ausrüstung wechseln? Nein. If there is aught I can do, say it. Warte, ach, das könnte ich jetzt für DK auch noch machen, glaube ich. Was? Wieso hast du nichts an? Was ist das für eine komische Rolle, die du... Fertigkeiten. Ich habe nichts an. Sieht ja extrem gut aus. Scharlachroter Kuss. Habe ich noch... Kann ich noch was anderes zu legen? Nee, leider nicht. Dann gucke ich mal, ob ich noch was mit dem Stab machen kann. Da habe ich nur Kamin drin. Kann nicht belegt werden. Okay, dann habe ich hier drei Pfeile. Kann ich da noch was? Nein, kann ich auch nicht. Ich habe noch keine Fertigkeiten. So, Sonnenexplosion. Tritt nach unten, rammt beide Klingen in den Boden. Kanalisiert Magie, um so eine magische Flamme zu erschaffen. Okay. Ach Gott. Suchender Pfeil, das will ich auf jeden Fall machen. Ja. Ich habe davon gehört. Ich will ihn unbedingt wissen. Kernfertigkeiten. Beißender Wind, Sonnenexplosion. Da kommt die Sonnenexplosion, kann ich auch noch lernen. Dann versuche ich dir mal festzulegen. Das möchte ich gerne darauf haben. Ist das X? Nein, das ist Y. Ups. Das möchte ich dahin haben. Das möchte ich dahin haben. So. Dann habe ich hier noch... Nee, da nichts. Und hier habe ich drei Pfeile auf X. Das machen wir auf Y, den Suchenden. Schießt magische Pfeile, die selbst ihr Ziel finden. Bis zu 5 Gegner können auf einmal erledigt werden. Das wird ausprobiert. Verwaltung des Lagers? Oh ja. Laber mal weiter. Ich lagere es derweil nochmal ein. So. Ach, jetzt habe ich das... Nee, es ist natürlich doof, das auszupacken, wenn ich das noch brauche. So, das kann ich mal rausholen. Ich nehme mir das erstmal... Was nimmt er sich heraus? Ich nehme mir das erstmal raus und gucke mal, ob ich das gleich brauchen werde. Gewand der Erleuchtung, ja natürlich. Ich bin schon schwer am... Bin schon schwer beladen. Des Stabmeisters, jawohl. So, wenn ihr verfluchte... Was? Sieht das nicht schick aus? warte. Ist das meine Ausrüstung? Hier. Wieso kann ich den nicht tragen? Zur Ausrüstung? Wieso kann ich den nicht tragen? Ach so, der ist nicht für mich. Ich brauche magischen Bogen. Aber ich könnte diesen dort tragen. Den rüsten wir erstmal aus. Ja.
Das ist schlechter. Dann... Es ist doch nicht ernsthaft, oder? Den kann ich nicht anziehen. Also so einen Hut doch nicht. Also bitte. Das Diadem hatte ich ja vorher schon. 190. 158. Aber die magische Abwehr ist gut. Ich werde es anziehen. Kann ich mir da was drunter ziehen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ah. Ach, das ist besser in beiden, in allen Sachen. Okay. Dieser lederne Brustpanzer ist in allem besser. Das mag ich gar nicht glauben. Ach so, das ist was zum Überziehen. Ach so, das ist oben rum. Sich unten drunter. Ah, verstehe. Das wäre zwar jetzt noch besser, aber das Gewand gibt mir mehr Stichwiderstand und Schlagwiderstand. Ich werde es also so anziehen, wie ich es gerade habe. Hm. Gut, was habe ich noch? Handschuhe. Nehmen wir erstmal die. Mal gucken, was die bringen. Die würden mir plus 1 auf Magie geben. Hm. Die Bronzespangen. Ich lasse doch die Hexe-Handschuhe an. Dann haben wir hier noch was. Ach, das ist für beides. So. Na, so langsam sind wir wieder normal, denke ich. Den Umhang darf ich mir auch noch anziehen. Ach, verdammt gut siehst du aus. So. Beißender Wind, schneidender Wind. Kann ich da Details nochmal sehen? Dieser Gegenstand verbessert die folgenden Waffenfertigkeiten. Ach so. Kamin. Wir nehmen erstmal den Dolchring. Ah, ich kann beide anziehen. Perfekt. So. Jawohl. Hallo. Hallo? My hope is that I shall aid you however I can. Kann ich euch noch etwas in die Hand drücken? Und zwar würde ich euch gerne drücken in die Hand. Den Liftstein. Das vielleicht eigentlich auch, oder? Ich weiß noch nicht. Das da jedenfalls, das da. Tonkuh. Oder hier so ein bisschen Kram. Kann eigentlich alles rein. So. Den Bogen werde ich wohl erstmal nicht mehr brauchen. Bei dem weiß ich noch nicht. Gesalbte, lalala. Das da mit rein. Bei dem weiß ich noch nicht. Ach komm, packen wir erstmal ein. Ich habe mich ja gerade ausgerüstet. Das heißt, das ist erstmal alles sicher, dass ich das gerade nicht brauche. Ich war noch nicht fertig. Und dann hier nochmal die Nüsse. Noch eine Nuss. Ach, war eine Beerenfrucht. Dachte ja, aber kann ja auch mit rein. Heilung von Gift. So. Ich bin schon leicht, aber noch nicht ganz leicht, wo ich hin will. Okay. Hab ich alles. Gut, bei Reisenden. Hier, tschüss. So. Bei Jennifer kann ich nochmal gucken. Die hat auch noch was in der Tasche. Was trägt denn Jennifer hier alles? Nix. Aber sie ist trotzdem so... Trotzdem leicht belegt. Mit Wurst und Käse. Da haben wir nix. Seid bei DK gar nicht nachgeguckt. Egal. Warte, ich wollte zurück nach Cassades. Aber ich wollte hier hinten nochmal dran gucken. Bin ein bisschen nervös. Fällt das auf? Visionen vom Ende. Sammelt 10 makabre Skulpturen. Das machen wir, wenn wir wieder hier sind. Ich möchte zurück. Ach, Sir! Ich habe sie schön aussprechen lassen, oder? Jo, werde ich. Wie sehe ich eigentlich aus? Geht eigentlich, oder? Jedenfalls besser als die Klorolle, die ich gerade noch um mich trug. Es ist Nacht. Ob es schlau wäre, jetzt loszugehen? Sind die Monster nachts stärker? Sonnenexplosion, scharlachroter Kuss. Okay, das werde ich gleich mal ausprobieren. Ach so, jetzt habe ich den Dolch, habe ich jetzt auf den anderen. Kann ich das vielleicht switchen? Ich möchte nicht ausruhen. Ich hoffe nur, dass ich keine starken Gegner haben werde. Wir versuchen jetzt den Quest mit... Wie hieß sie denn noch? China nachzugehen. We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other folk.
Das ist der Schaden nach Rote Kuss. Das ist die Sonnenexplosion. Oh, schön. Was, wo? Ach, da. Ich habe übrigens noch keinen Bogen, ne? Ich habe den Bogen jetzt quasi aufgegeben in dem Moment. Dafür kann ich ein bisschen näher mit dem Bogen lernen. Eure Laterne verbraucht Öl. Droht sie zu verlöschen, nehmt ein Ölfläschchen und füllt sie nach. Wir müssen erstmal ein Stückchen laufen, Freunde. Was war das? Was, wo? Wo denn? Da! Hallo? Sag mal auf hier. Alter. Hier, friss das. Das auch noch. Auftrag, den Auftrag. Sag mal. Jetzt reicht's aber. Jawoll. Nachts sind tatsächlich mehr Monster unterwegs. Okay. So, mach mal. Oh, schön. Ich geh mal ein paar Erdbeeren pflücken hier. Macht ihr mal, ne? Ja, ja, ihr kommt klar, ich seh schon. Was? Hallo? Kleiner Reißzahn. Ist jetzt bald mal Ruhe hier? Jetzt pumpen. Da. So, jetzt kann ich, ne? Oder kommt hier noch wer? Ach, Jammer. Darf ich jetzt? Was ist denn das noch? Ja, Baumart. Gut. Ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist, dass ich jetzt schon den Bogen aufgegeben habe. Jetzt habe ich das andere jedenfalls gelernt. Ich kann ja die Laufbahn nochmal wechseln, aber dann nur in Finstergraben. Ich glaube, es war trotzdem ganz sinnvoll. Die Punkte sind nicht verschenkt, auf jeden Fall nicht. Denn irgendwann werden wir nun mal dazu kommen. Vielleicht hätte ich die Punkte erst später ausgeben müssen, aber... So. Gehen wir weiter. Wie der mit seinem komischen Flattergewand... kämpfen kann. Oh, meine Aufnahme ist schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Hier war ich noch gar nicht drin. Ob ich das mal ausprobieren soll? Ich würde sagen, in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Dragon's Dogma. Bis dahin, tschüss.